Als nächstes werde ich euch jetzt die Servicefunktion Injektorkodierung zeigen. Ja, diese brauchen wir natürlich, wenn wir einen neuen Injektor an das Fahrzeug annähern möchten, also an das Motorsteuergerät. Das heißt, wir haben vielleicht einen Injektor gewechselt und möchten jetzt diesen neuen an das Motorsteuergerät annähern. Das müssen wir bei jedem Dieselmotor machen und dafür müssen wir diesen Kalibrierungscode, der auf dem Injektor steht, in das Motorsteuergerät reinschreiben. Machen wir das nicht, dann ist ein Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt, weil das Motorsteuergerät nicht die genaue Einspritzmenge bestimmen kann. Ja, das heißt, der Motor läuft etwas unrund und ein Fehler ist im Motorsteuergerät hinterlegt. Wo der Kalibrierungscode sitzt und wo die Injektoren im Motorraum sind, werde ich euch jetzt mal zeigen. So, hier sehen wir jetzt wieder den Motorraum von unserem Seat und hier haben wir unsere vier Injektoren. Der erste Injektor ist bei den meisten Modellen gegenüber von der kraftabgebenden Seite verbaut. Das heißt, der erste Injektor sitzt hier, weil die kraftabgebende Seite das Getriebe ist. Gegenüber sitzt der erste Injektor hier. Und hier haben wir dann den zweiten, dritten und den vierten Injektor. Auf dem Injektor finden wir jetzt hier ganz klein den Kalibrierungscode stehen. Und diesen Kalibrierungscode müssen wir in das Steuergerät schreiben, damit ja, dieser Injektor kalibriert ist. So, ich habe jetzt als erstes mal den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät aufgerufen und da sehen wir auch direkt Abweichung Einspritzmenge Zylinder 1. Das heißt, es ist nicht der richtige Injektor, also nicht der richtige Kalibriercode in dem Motorsteuergerät hinterlegt. Um jetzt den richtigen Kalibriercode zu unterlegen, verlassen wir einmal die Diagnose, wählen Servicefunktion auf dem Startbildschirm aus und gehen hier in die Injektorkodierung. Hier wählen wir dann den Seat aus. Wählen den ja, zu kalibrierenden Injektor aus, da hatte ich ja eben gesagt, gegenüber der kraftabgebenden Seite ist der erste, also müssen wir den Injektor 1 kalibrieren. Und da schreiben wir jetzt die neuen Daten, das heißt diesen Kalibriercode, den wir auf dem Injektor finden, in das Steuergerät. Den gebe ich jetzt einmal ein. Und klicke auf OK. So, wie man sieht, wurde die Adaption erfolgreich durchgeführt. Im ersten Schritt hatte ich die 0 mit einem O verwechselt, muss man dann halt ausprobieren. Ja, in Wahrheit ist das halt ein großes O. Das passt jetzt auch und jetzt wird hier auch Adaption erfolgreich durchgeführt. Und jetzt ist auch der richtige Injektorcode hinterlegt. Und da wir jetzt die Servicefunktion verlassen, müssen wir natürlich noch den Fehlerspeicher löschen und werden dort auch sehen, dass dieser Fehler sporadisch geworden ist. Das heißt, wir wählen jetzt hier unseren Seat aus. Gehen auf System auswählen, in die Motorelektronik. Drücken auf OK. Und sehen jetzt im Fehlerspeicher ist dieser Fehler auf passiv, also sporadisch gewechselt. Löschen diesen jetzt. Können den dann erneut auslesen und sehen, dass der Fehler nicht mehr da ist. Das heißt, damit haben wir halt den Kalibriercode in das Motorsteuergerät geschrieben und haben keinen Fehler mehr im Motorsteuergerät hinterlegt. Der Motor wird nun einwandfrei und sauber laufen. Das heißt, er kann die genaue Einspritzmenge mit diesem Kalibriercode bestimmen. Und ja, damit ist die Servicefunktion dann erfolgreich beendet.